Hey Leute, willkommen zurück bei Pokémon Saphir Edition. Im letzten Part haben wir Faustdauerhafen erreicht, sind darauf angelegt und sind jetzt auf der Suche nach Troy, dem wir einen Brief überbringen müssen. Schauen wir mal, wie schwerwiegend sich das Ganze gestalten wird. Ich bin doch ziemlich selbstbewusst, dass wir diesen jungen Herren schnellstmöglich erreichen werden und dann auch noch die Arena hier machen. Auf dem Weg dahin sind natürlich wieder einige Trainer mit von der Partie. Wir wollen uns einen Kragen. Vergeblich, denn Arthur, ein Angler, hat keine Chance gegen uns. Tipps für Trainer. Hinweis zum Fang von Pokémon mit der Angel. Drücke A, wenn alles anweist. Das haben wir im letzten Part gesehen. Sternstaub. Das kann übrigens verkauft werden zu einem, ich meine, doch hohen Preis. Wenn nicht, bin ich einfach nur gehindert. So, hier kommt schon der nächste Angler. Was bevorzugst du? Fischen im Meer oder im Fluss? Fischen im Meer. Ja, ich mach's doch lieber im Fluss. Ich find's im Fluss ist das Wasser noch sauberer und klarer als im Meer. Denn wir wissen ja, ne? Das Meer ist ja, wird häufig von Booten gefahren. Ne? Auf dem Meer sind häufiger Boote am Fahren als in Flüssen, sollte zumindest so sein. Und ja, nach dem, was wir da jetzt alles gelernt haben, ne, ist es doch im Fluss viel sauberer als im Meer. Und deswegen finde ich im Fluss zu angeln auch viel besser. Gegen Gift haben wir leider noch keine Alternative. Daher bleibe ich einfach mal bei Reptile. Aber mit einem Absorber kann man bestimmt die ein oder anderen KP zurückholen. Auch wenn es ein billiges Carpador ist. Ich sag's mal so, ja. 37 ist schon, ist okay. Ist okay, ist okay. Wie beim Tiefseefischen habe ich auch hier geradezu spektakulär verloren. Du bist auch ein Noob, ne? So, dann treten wir mal rein in die gute Höhle, in die Granithöhle. Hey, du! Psst, hier ist es schrecklich dunkel. Eine Erforschung wird damit schwierig. Der Typ, der schon mal hier war, Troy heißt er, glaube ich, der weiß, wie man mit Blitz einsetzt. Daher wird es ihm wohl gut gehen, aber das Motto unter uns Wanderern heißt, jedem aus der Klemme helfen. Deshalb bekommst du dies von mir. Ist das Blitz? Wenn ja, wäre das schon sehr ratsam. Man braucht den Orden der Arena von Faust... Oh, ups. Ja. Ich hatte eigentlich vor den Orden... Ich hatte eigentlich vor den Orden erst nach dem Überbringen des Briefes an Troy zu machen. Wisst ihr? Naja, dann kämpfen wir uns hier halt mehr oder weniger blind durch. Ich setze vorher den Schutz ein. Aber ich glaube, wir werden auch hier ein zweites Mal reingehen in die Granithöhle. Denn hier gibt es auch einige Passagen, die man erst später erreichen kann, wie zum Beispiel hier oben ist das sein, genau. Hier kann man nur mit einem speziellen Gegenstand hoch. Dazu kommen wir aber auch erst im späteren Verlauf des Spiels. Also ich finde es aber auch schon ekelhaft, dass man hier keinen Blitz hat. Wie gesagt, oder man hat Blitz, nur man kann es auch nicht nutzen. Denn, ja. Du eckst hier überall an und denkst dir, hä, war ich hier schon mal? Oh mein Gott, was ist das? Oh, ich bin das nur. Nee, aber jetzt ohne Witz. Man sieht echt gar nichts, man sieht wirklich nur diese Pixel hier. Und diese Höhlen kommen auch noch im weiteren Verlauf des Spiels vor. Und ja, dementsprechend
ist ein Blitz schon ratsam. Aber sobald der Orden in der zweiten Arena gemacht wurde, kann man das auch nutzen. Was haben wir hier? Hier kann man nur zertrümmern. Ich hoffe doch, hier geht es auch noch weiter. Wie sieht es denn da rechts aus? Was haben wir denn da? Ewigstein gefunden. Nice. Der Ewigstein ist dazu da, um Pokémon, die an einer Entwicklung, die kurz vor einer Entwicklung stehen oder im Begriff sind, sich zu entwickeln, diese Entwicklung zu hemmen. War ich hier schon? Ah, yes. Wir haben es, glaube ich, geschafft. Und dann kannst du auch schon weitergehen. Zubat! Hey! Bye-bye! Hahaha, ja! So. Da ist er ja. Dieses Ding, das du da trägst, das ist ein Pokénarf. Wenn Trainer, die einen Pokénarf besitzen, gegeneinander kämpfen, wird das Ergebnis hier gespeichert. Oh, entschuldige, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Troy. Ich sammle seltene Steine, daher gehe ich immer wieder auf Reisen. Oh, ein Brief? Für mich? Kein übergibt Brief, Bitch. Okay, danke schön für diesen Gesang und danke für den Brief. Du hast all die Beschwerlichkeiten auf dich genommen, um ihn mir zu bringen. Ja, 3 Schutz und ein Pokémon-Kampf. Ich muss mich bedanken. Ehrlich, ich werde dir diese TM geben. Sie enthält meine Lieblingsattacke, Stahlflügel. Die wird auch direkt Schwalbini beigebracht. Deine Pokémon sehen recht talentiert aus. Wenn du fleißig trainierst, wirst du vielleicht eines Tages der Champ der Pokémon-Liga. Das ist meine Meinung. Nun muss ich mich aber wirklich beeilen. Und entschuldige mich. Ding. So. Ja. Ich hoffe, er hat wenigstens seinen Stein gefunden. Weil, wenn man die ganze Zeit nur in so einem Raum rumsteht, ne? Wird von Marquitas angegriffen. Aber ist auch komisch, ne? Hier sieht man komischerweise alles. Also hier ist komischerweise viel Licht. Und sobald man dann eine Etage tiefer geht, bam, dunkel. Schon etwas unlogisch, oder? Naja, was heißt unlogisch? Wahrscheinlich sind auf dieser Ebene hier einige Stellen von draußen, die Hülle mit Licht befüllen. Sobald es runtergeht, halt weniger bis gar nicht. Aber na gut, das soll nicht das Thema sein. Wir haben den Brief übergeben und können jetzt eigentlich direkt in die Pokémon-Arena gehen. Machen wir auch direkt. Ich gehe nur eben kurz meine Pokémon heilen. Und dann werden hier die... Da wird die Arena hier ordentlich aufgemischt, ja? Ich hoffe, dass es diesmal natürlich nicht so sein wird wie in der ersten Arena, dass wir hier ja richtig unterliegen. Aber mit einem sehr initiativehaltigen Team wird das, glaube ich, kein Problem. Ich setze Schwabini direkt nach vorne. Oh, da ist er schon. Unser guter, bekannter Herr, dessen Name mir nicht bekannt ist. Na, wie sieht's aus dem Weg zum Champ Kai? Faustauerhafens Arenaleiter Camillo besitzt Kampf-Pokémon. Wenn du dort Normal-Pokémon antreten lässt, sind Probleme vorprogrammiert. Kampf-Pokémon schlagen die normalen Pokémon einfach nieder. Pass gut auf. Und das Schlimme ist, die Arena ist dunkel wie die Tiefsee, aber mit jedem Trainer, den du auf dem Weg zum Arenaleiter besiegst, wird sie heller. Also, dann leg mal los. Machen wir. Das ist auch eine relativ gute Arena, finde ich, weil es ist so ein kleines Labyrinth. Und da man ja wenig sieht, wird das Durchgehen dieses Labyrinths nochmal erschwert. Aber wie man eben schon gehört hat, wird mit dem Besiegen der Trainer die Arena auch heller. Und somit wird einem auch das Durchqueren der Arena auch leichter gemacht. Finde ich eine super Sache. Denn man wird ja auch für seine Strapazen, die man auf sich nimmt, bezahlt. Und deswegen ist das schon eine gute Sache, ja.
So, ob das jetzt zu einem neuen Level reicht, ich weiß es nicht. Boah, nee. Aber man hat trotzdem schon viel bekommen. Waha, ich fluch. Ich hab verloren. Mach doch nichts. Jeder verliert mal gegen den Champ. Aber man sieht schon, das Medity war auf Level 14. Und wenn das schon auf Level 14 war, dann will ich gar nicht erst wissen, wie das mit dem Arenaleiter ist. Ich schätze mal so 17, 18, 19. Und es müssten auch, glaube ich, wie ich mich erinnern kann, zwei Pokémon sein. Zwei müssten es sein, ja. Aber dazu kommen wir gleich. So. Es könnte... Also... Ich finde, Macholo ist jetzt nicht das so stärkste Pokémon. Und mit stark meine ich auch so, tanky. Au. Ich weiß nicht, wenn gleich noch ein Trainer kommen könnte, das fände ich geil. Aber müsste eigentlich. Ich glaube, hier irgendwo müsste der sein. Ja. Man muss doch Camilo nicht mit so etwas Nichtigem belästigen. Ich mache dich fertig. Ha. Kid. Drei Pokémon, das ist gut. Das ist sehr gut. Da könnten wir auch vielleicht sogar Level 18 erreichen. Schauen wir mal. Oh, ich hasse Scanner. Scanner und Schutzschild, so unnötige Attacken, ohne Witz. Die halten so auf. Richtig nervig. Bam, Level 17. Oh, ich glaube, da kam gerade eben kein einziger Angriffswert dazu. Schade. Schade, hätten wir gebrauchen können. Oh Mann. Ja. Ich find's unnötig nach wie vor. Aber naja. Einen gewissen taktischen Anteil muss das ja auch haben, ne? Ich meine, man will ja seinen Tod hinauszögern. Das ist schon sehr taktisch, natürlich sehr taktisch überlegt, ja, das ist ganz klar. So. One hit, no problem. Vielleicht auch Level 18? Yes! Yes, 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 yes. Das ist sehr schön. Vielleicht entwickelt sich sogar das Schwalbini. Schauen wir mal. Oh, leider nicht. Naja, egal. Macht nichts. Das ist überhaupt kein Problem. Wir werden die Arena trotzdem schaffen. So. Dann auf. Ich bin Camillo, der Arenaleiter von Faustau Hafen. Ich habe die wilden Strudel dieser Gegend gemeistert und bin in dieser pechschwarzen Hölle stark geworden. Du willst mich wirklich herausfordern? Dann zeig mir, woraus du gemacht bist. Na aus. Naja, das lassen wir jetzt lieber. Macholo. Level 17. Okay. Den müssten... Ja, das war klar. Aber... Geowurf. Geowurf, das müsste eigentlich... Ja. Okay, dadurch, dass es jetzt in etwas im Viertelbereich war, wurde auch kein Trank eingesetzt. Das ist super. Jetzt was? Echt so schwach? Makuhita und Macholo? Ich hätte mir das irgendwie, stärker vorgestellt. Und sogar auf unserem Level. Gucken wir mal. Ja. Also wenn jetzt kein Supertrank kommt... Ja! Alter. Und ja, das war's. Korrekt. Geil. Ja, da sieht man's, ne? Glück muss der Mensch haben. Spieler besiegte Leiter Camillo. Du hast eine größere Welle produziert, als ich dir zugetraut hätte. Du hast mich absolut absaufen lassen. Okay, du hast mich erwischt. Hier, nimm den Orden dieser Arena. Kai gewinnt 1800 Poké-Dollar. Kai, denk nicht, Orden von Camillo.
Dank des Knöchelordens werden dir alle Pokémon bis Level 30 gehorchen. Auch die, die du durch Tausch erhalten hast. Und du kannst die VM-Blitz auch außerhalb deines Kampfes anwenden. Und wenn du magst, kannst du auch diese technische Maschine anwenden. Die M08! Kai packt die M08 in die TMVM-Tasche. Protze! Diese Attacke hebt den Status des Angriffs und der Verteidigung. Das weiß ich nicht, ob wir das irgendeinem Pokémon mal beibringen werden. Ich glaube aber eher nicht. Weil, na. Es würde sich eventuell empfehlen, wenn wir ein Pokémon hätten, das andere Pokémon einschläfern kann und wenn wir das dann nutzen würden. Aber sonst nicht. Ja, super. Da haben wir heute ein super Pensum in diesem Part. Camillo besiegt und noch Troy den Brief überreicht. Das ist nice. Da können wir jetzt auch eigentlich schon nach Graffitport City schiffen. Oder was meinst du, Mr. Brick? Oder wie der so heißt? Mr. Brack. Ahoi, für dich segle ich zu jeder Zeit überall hin. Nun, mein Freund, wohin soll es gehen? Ab nach Graffitport City. Graffitport City soll es sein? Anker gelichtet. Pecco, mein Schatz, wir setzen Segel. Und da erinnere ich mich gerade daran, wie lästig das ist und wie ekelhaft das ist, wenn man sich verklickt. Also, wenn man nach Blütenburg City will und klickt aus Versehen auf Graffitport City, dann kommt diese Sequenz. Und das ist schon recht. Naja. Sehr nervig. Ich vermute, du gehst jetzt zu Captain Brick und bringst ihm die Devon-Waren. Das ist richtig. Aber das machen wir erst im nächsten Part, Leute. Ich danke euch, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann, Leute. Ciao.